Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Gesundheitstage im Hotel Böhlerstern in Kapfenberg. Den Musikverein Steiermark gibt es nun schon seit 200 Jahren. Und der Müllmax eröffnet am Mittwoch in Bruck Obereich. Den 7. November sollte man sich im Kalender notieren. An diesem Tag laden drei Sozialversicherungen zum zweiten Genusstag mit dem Titel Freude, Seele und Bewegung. Ja, am 7. November ist der große Gesundheitstag wieder hier im Böhlerstern und ich hoffe, dass wieder sehr viele Versicherte von uns kommen. Es werden auch andere Versicherte kommen von der GKK. Wir haben ein buntes Programm, gemeinsam diesmal auch mit der AVA. Das heißt, ein ausgefüllter Tag am 7. November. Man muss ja auch sagen, Sie erfassen 20.000 Menschen. Welche Beobachtungen macht man so im Laufe des Jahres? Die Beobachtungen sind ganz einfach. Das heißt, die Pensionisten kommen zu uns, die aktiven kommen zu uns, bitte macht irgendwas im Bereich der Gesundheitsförderung. Das heißt, wir sind sehr gut vernetzt mit den einzelnen Krankenversicherungsträgern und da versuchen wir heute noch mehr für unsere Versicherten zu tun. Nun stellt sich die Frage, was ist eine psychosoziale Erkrankung und warum ist das Mürztal im Besonderen davon betroffen? Na, wenn ich es vereinfacht darstellen darf, dann ist psychosoziale Erkrankung meistens eine Vereinsamung der Menschen. Also dort, wo der Ehepartner, wo Freunde, wo Familie nicht mehr vorhanden sind oder weit entfernt sind, vereinsamen zusätzlich die Menschen. Und auch Frauen sind von dieser sozialen Erkrankung sehr gefährdet und vereinsamen dadurch. Kann man sagen, dass die ganze Situation, die Sie jetzt kurz angedeutet haben, auch etwas mit Burnout zu tun hat? Es geht in diese Richtung, ja, aber es ist meistens das Unbehagen und das Unwohlsein. Auf Deutsch gesagt, wenn man sich in seiner eigenen Haut nicht mehr wohlfühlt, kommt man natürlich in diese psychische Falle, das auch bei Burnout enden kann. Es muss ja auch im Interesse der Versicherungsträger liegen, ihre Mitglieder gesund zu erhalten, um den stets steigenden Kosten im Gesundheitswesen zu begegnen. All die Ursachen der psychosozialen Erkrankungen liegen auch oft im Alkohol. Und das sollten wir alle gemeinsam verhindern. Daher auch unser Projekt, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, anonym sich zu erkundigen, was kann ich tun, dass wir versuchen, die Netzwerke aufzustellen, wo es für die Menschen fachliche Beratung gibt, auch medizinische Hilfe gibt, um so aus dieser Falle herauszukommen und nicht in die Falle oder in die nächste Falle zu tappen, sprich Alkohol. Die drei Versicherungen gehen einen gemeinsamen Weg der Behandlung. Die niedergelassenen Ärzte wieder befürchten bei solchen Angeboten der Versicherungen immer Konkurrenz für ihre Praxen. Also da braucht niemand Angst zu haben von den niedergelassenen Ärzten, Psychiatern, Psychologen, Neurologen, denn das Programm, das wir jetzt vorstellen werden, das Projekt, die psychologische Anlaufstelle, das ist quasi die erste Station von den Betroffenen, von den psychisch Erkrankten, damit sie wissen, wohin sie sich wenden sollen. Also eine niederschwellige Anlaufstelle und keine Therapie. Vereine gibt es viele, Musikvereine einige, aber den Musikverein für Steiermark, den gibt es seit 200 Jahren. Dieses Jubiläum wurde auch gebührend gefeiert. Kein Grund, um sich zurückzulehnen. Große Herausforderungen warten auf den Generalsekretär des Musikvereins. Es gibt aber in Österreich nur zwei Musikvereine, die wirklich die Tradition und die Internationalität aufweisen können, für die auch der Name steht. Das ist die berühmte Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, aber der Musikverein für Steiermark. Der wurde 1815 gegründet, zwei Jahre nach dem Wiener Musikverein, und er ist das größte und wichtigste Tor zur internationalen Musikwelt in Graz. Das ist meine eigentliche Aufgabe, grundsätzlich als Generalsekretär des Vereins die künstlerische Planung durchzuführen, natürlich immer in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ich habe natürlich die Verantwortung, natürlich dementsprechend Konzerte so zu planen, dass es mit den Mitgliederbeiträgen, mit den Subventionen, mit dem Sponsoring irgendwo immer ein ausgeglichenes Verhältnis gibt. Ich habe schon gesagt, eingangs, es ist nicht immer leicht, es wird immer schwieriger heutzutage, die Balance zu halten, aber man muss die Qualität bringen und aber auch das wirtschaftliche Kalkül in Betracht ziehen. Hochkarätig sind vor allem die Konzertabende mit den Weltstars der klassischen Musik.
Immer wieder erstaunlich, wie es gelingt, diese Künstler für Graz zu gewinnen. Der Musikverein in Graz hat drei wesentliche Merkmale, die uns berühmt machen. Das ist der wunderbare Ort der Konzerte. Der Stephaninsaal im Grazer Kongresszentrum, gleich 50 Meter Luftlinie vom Grazer Rathaus entfernt, eine wunderbare Lage. Der Saal hat eine exzellente Akustik mit beinahe 1100 Sitzplätzen. Zweitens ist der Musikverein bekannt dafür, dass wir immer eine hohe Qualität an Konzerten anbieten unserem Abonnement und gleichzeitig aber auch, dass wir ein sehr kenntnisreiches Publikum haben. Also die Leute wissen, wann wird applaudiert, wann darf man Bravo schreien und wann nicht. Und das Dritte, was uns, glaube ich, schon sehr auszeichnet, ist auch das gute Service für die Künstler. Große Namen, bedeutende Könner bilden den Programmbogen für ein Konzertjahr. Also Dimitri Horostowski, der Damenwelt besonders bekannt, wahrscheinlich durch seine wunderbar glänzenden langen weißen Haare, obwohl er ja sehr jung ist noch. Er gehört neben Anna Netrebko und den anderen großen Sängern zu den fantastischen Künstlern der Welt. Er wird im April hier mit einem russischen Orchester eine russische Opernnacht für uns geben, exklusiv in Graz. Was muss man können, um ein solches Spektrum an An- und Herausforderungen zu bewältigen? Also man muss sehr gute Nerven mitbringen, sowohl für die tägliche Arbeit der Gestaltung. Man muss Fachwissen meiner Meinung nach mitbringen können, um etwa mit dem Dirigenten oder dem Künstler wirklich dann nach der Aufführung über die Qualität der Aufführung zu diskutieren zu können. Aber man muss in erster Linie auch wirklich Zeit mitbringen und Lust haben, da mit Vollblut dahinter zu stehen. Das ist ja natürlich in jedem Beruf so, sollte das sein. Aber ich habe natürlich das große Glück gehabt, auch durch meine Ausbildung als Musikhistoriker und Kulturmanager wirklich auch die Erfüllung gefunden zu haben in diesem Job. Also ich wollte eigentlich nichts anderes werden. Ich bin kein frustrierter Musiker, der jetzt im Büro sitzen muss, sondern ich habe auch musiziert, bin aber wirklich leidenschaftlich gern Kulturmanager und daher glaube ich, dass das wirklich eine schöne Arbeit ist, die man halt einfach mit voller Ambition und mit großer Sachkenntnis, glaube ich, gut managen kann. Nicht nur die Protagonisten sind weltbekannt, sondern besonders erfreulich, auch der Musikverein für Steiermark ist in der Musikwelt ein Begriff. Kommenden Mittwoch eröffnet Mömag seine neue Filiale in Bruck Obereich. Auf rund 6000 Quadratmetern werden rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Für Brucks Bürgermeister wieder ein Mosaikstein zur Belebung des Wirtschaftsstandortes Bruck an der Mur. Das ist ja einiges in Bewegung in der Stadt Bruck an der Mur, auch was Betriebsansiedelungen betrifft. Wir haben gerade in den letzten Monaten in der Wiener Straße 4, 5 neue Betriebe angesiedelt. Es hat sich in der Innenstadt einiges getan und wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Und darum ist es auch wichtig, dass dieses leerstehende Möbelhaus jetzt wieder einer neuen Nutzung zugeführt wird und von Mömax übernommen wird. Mit einer breiten Produktpalette, mit wirklich in einem Preissegment, das sehr, sehr viele Kunden ansprechen wird. Neben günstigen Preisen und prompter Lieferung sieht sich Mömax auch als Trendsetter in der Möbelbranche. Der ideale Standort in unserer Region soll in Zukunft viele Kunden bringen. Erwartungen, so viel wie möglich Kunden hier vor Ort, Ansprechpartner Nummer 1 bei Möbel und Fachsortiment und bei Küchen. Das ist der Ehrgeiz auch meiner Mannschaft und von mir. Und zufriedene Kunden natürlich. In der Eröffnungswoche sind die Geschäftszeiten von 8.30 Uhr bis 19 Uhr. Danach kann man bei Mömax Bruck Obereich von 9 bis 18 Uhr einkaufen. Heute hat es den ganzen Tag über geregnet und es war kühl bei maximal 10 Grad. Auch morgen ein ähnliches Bild wie heute. Der Regen ist unser ständiger Begleiter bei Höchstwerten um die plus 10 Grad.